Heimischer Gewinner beim Wolfgangseelauf 2021. Nach Corona-bedingter Pause ging heuer der 49. Wolfgangseelauf über die Bühne. Bei perfektem Laufwetter zeigte sich die Wolfgangsee-Region wieder von seiner besten Seite. Mit insgesamt 2.721 Läuferinnen und Läufer aus 29 Nationen und in Anbetracht der Umstände ein sehr respektables Ergebnis. Ja, und es war eine Premiere, denn zum ersten Mal gewann der 31-jährige Österreicher Markus Lemp den internationalen Wolfgangseelauf. Lemp konnte das Rennen über 27 Kilometer klar für sich entscheiden. Mit einer Zeit von 1 Stunde und 33 Minuten und damit mehr als 7 Minuten Vorsprung auf den Zweitplatzierten umrundete er den Wolfgangsee. Damit gab es zum ersten Mal nach 25 Jahren wieder einen österreichischen Gesamtsieger. Markus Sostaric und Lokalmatador Andreas Engelbrecht freuten sich beim 27-Kilometer-Klassik jeweils über Platz 2 und 3. Mit einer Zeit von 1 Stunde 40 Minuten und 16 Sekunden bzw. 1 Stunde 40 Minuten und 48 Sekunden. Ja, war eigentlich ein cooles Rennen. Da bin ich gut über den Falkenstein gekommen und dann habe ich schon gemerkt, dass halt was geht und habe probiert auf der Gegengeraden, dass ich da gescheit andrücke und es ist eigentlich immer dahin gegangen und dann waren sie. Ja, mir ist eigentlich gut gegangen, das Wetter war halt perfekt, schön und kühl und super gegangen, ja. Siegerin beim 27-Kilometer-Lauf in einer Zeit von 1:53.07. Bei den Damen holte sich die amtierende 30-jährige Halbmarathon-Landesmeisterin Anna Klack in starken 1 Stunde 53 Minuten und 9 Sekunden den Gesamtsieg. Auf Rang 2 und 3 finischten die 27-jährige Radstädterin Anna Seebacher und Christina Czerna aus Tschechien. Ja, es war einfach unbeschreiblich schön, also von Anfang bis zum Schluss. Richtig Spaß gehabt heute beim Laufen, habe immer wieder Leute gesehen an der Strecke, die ich kennt habe. Das hat mich nur mehr motiviert und ja, nein, es war wirklich also voll der geniale Lauf. 3, 2, 1, los geht's! Schluss ist gefallen, alles Gute! Den 10. Salzkammergut-Marathon entschied der Passauer Marco Bscheidl mit einer Zeit von 2 Stunden und 50 Minuten für sich. Er gewann vor dem St. Wolfganger Lokalmatador Stefan Greiner und Dieter Hassler. Dankeschön, sehr hart am Schluss, sehr hart zwischen noch am Berg. Am Anfang war es sehr schön, waren wir Dreiergruppe, haben wir uns super verstanden. Am Berg hat es ein bisschen getrennt, das Ganze. Und dann habe ich recht lange gebraucht, bis ich mich wieder rangekämpft habe. Aber am Schluss habe ich noch ein paar Körner mehr gehabt. Und mit zweimal in der Woche Training ist es halt schwierig, dass man Marathon ganz vorne mitlaufen kann. Daher bin ich eigentlich heute trotzdem sehr zufrieden. Und ich habe es heute ein bisschen eher genießen. Ja, wir sind erstens einmal sehr froh, dass wir heuer durchführen können. Es hat natürlich besondere Anstrengungen bedurft, aber wir sind wirklich sehr happy, dass er jetzt stattfinden kann. Und natürlich der Wettergott war uns heute auch wieder sehr gnädig, auch gestern schon beim Juni-Marathon in Strobe. Und jetzt bilanzieren wir mal so zwischendrin einmal zwischen den einzelnen Läufen eigentlich einmal sehr zufrieden. Und die Starterzahlen sind auch in den letzten 4 Wochen Gott sei Dank noch deutlich nach oben gegangen. Also wir haben lang damit gerechnet, dass wir maximal 2000 Meldungen haben. Und jetzt sind es doch 2,7, 2,8. Und das ist dann doch im Verhältnis zu dem, was wir erwartet haben, eigentlich noch sehr, sehr gut. Was bedeutet denn der Wolfgangseelauf für St. Wolfgang, natürlich auch für die ganze gesamte Region? Ja, sehr viel, weil speziell in den Herbst rein braucht man natürlich Veranstaltungen, dass Persönlichkeiten zu uns kommen und natürlich auch sportlich eine sehr große Herausforderung und das macht aber viel Spaß, einerseits das Sportliche, aber natürlich auch den Tourismus ein bisschen zu fördern. Ich sage, wir erleben heute das Wunder vom Wolfgangsee. Wer hautnahe die letzten 11 Monate miterlebt hat, neben dem Franz, wie er gearbeitet hat und gekämpft hat gegen Hindernisse und Schwierigkeiten, um das heute stattfinden zu lassen, dann kann ich darüber Auskunft geben. Aber es war eine Sonderleistung, natürlich alle anderen, die mitgeholfen haben. Und
Ich bin so glücklich über das, dass es so abläuft, mit unter Einhaltung der vorgeschriebenen Sicherheiten. Und das ist der nächste Impuls für das nächste Jahr, wann der 50-jährige Jubiläum sein wird. Ja, und für die meisten der 2721 Teilnehmer hieß es, dabei sein ist alles. Haben Sie Ihre Bestzeit erreicht? Letztes Jahr war zwei Jahre schneller gewesen. Ich habe aber jetzt die ganze Zeit keinen Wettkampf gemacht in Corona, aber bin zufrieden. Ist es zu empfehlen, den einen oder anderen, der was sich vielleicht nicht so drüber traut, dass er sagt, na doch, mit dabei sein am Start? Jeder soll sich trauen, es ist perfekt organisiert, also es ist weder jetzt so Traummann, also nichts Besseres wie heute gibt es. Also jeder soll sich trauen. Ja, einfach mit da, das ist einfach ein super Lauf, super Kulisse, einfach dabei sein. Also du bist nächstes Jahr wieder mit dabei? Auf jeden Fall. Darf ich dich kurz fragen? Na bitte. War das für dich jetzt anstrengend? Du bist ja sozusagen auf Schultern getragen. Ich bin leider verletzt, muss ich sagen, aber es war sehr viel Spaß, muss ich sagen. Und ich kann es an jeden empfehlen. Und jeder sollte es machen und einmal ausprobieren und ein Theater haben. Ist das so dein klassisches Laufoutfit? Eigentlich schon, ja. Also von Montag bis Freitag schon. Ja. Am Wochenende laufe ich den Nockert. Was für Vorteile hast du? Welche Vorteile hast du da dafür, wenn du auf Schultern getragen bist? Ich laufe nie allein. Das große Jubiläum, der 50. internationale Wolfgang Seelauf Salzkammergut Marathon, steigt nächstes Jahr. Dann wieder am traditionellen 3. Oktobersonntag.